Wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute was Kleines, aber Feines, denn wie es vielleicht einige gesehen haben oder auch nicht, bei meinem letzten Stativ-Review von dem Genesis-Stativ ist ein kleiner Unfall passiert. Problem bei der ganzen Sache ist, dass meine Kamera ja, so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Seitdem habe ich so ein arges Wackeln, man wird es auch hören, im Adapter. Und was vorher schon passiert ist, ist hier unten das Gewinde, das Stativgewinde, wo mir die Kamera mit dem Sigma 1835 entglitten ist vom Stativ auf den Boden. Und seitdem habe ich das nur reingeklebt, wieder mit Sekundenkleber. Das geht, das hält. Aber ich vertraue der ganzen Sache nicht, wenn hier eine Stativplatte dran ist und ich irgendwie ein schweres Objektiv dran habe und Mikrofon und dann rumhantiere und das rumtrage. Deswegen habe ich jetzt immer die Stativplatte an den Adapter gemacht, was für mich eine perfekte Lösung war, weil Adapter hat ja ein Gewinde unten dran. Nun habe ich jetzt das Problem, dass bei Videoaufnahmen, vor allem wenn ich das für die Arbeit nutze, dass wenn hier der Ankerpunkt ist von der Kamera und ein Objektiv dran ist, dass man immer das Wackeln drin hat. Das ist eine Sache, die ich mir vorstellen kann, auf Dauer vielleicht nicht ganz so gut ist. Beziehungsweise ist es halt auch für Aufnahmen kacke. Das ist auch für Aufnahmen wie solche hier kacke, wie ich gerade mache. Denn wenn ich was einrichte und irgendwie nur dagegen komme und dann ist es ein bisschen schief und dann muss ich wieder im Schnitt ein bisschen reinkroppen und da habe ich nicht so Bock drauf. Deswegen habe ich mir eine Lösung dafür gesucht. Und ich habe auch geguckt, ob man das reparieren lassen kann. Das kann man reparieren lassen. Ich war in einem Fotofachgeschäft. Es ist selten, dass man da noch hingeht. Und die haben mir angeboten, das zu reparieren. Kostet mich allerdings 50 Euro plus. Also nicht sehr viel teurer, aber halt so 50, 60 Euro. Was ich bereit wäre, dafür zu bezahlen. Aber jetzt habe ich ja immer noch das Problem, dass selbst wenn das dann ganz ist, ich immer noch den Adapter habe, der wackelt. Und da ich eh nur Objektive verwende, die auf den Adapter hier drauf kommen. Also es ist super, super selten, dass ich ein anderes Objektiv hier drauf mache, als eins mit Canon Bajonett. Habe ich mir überlegt, Small Rig macht Cages. Das sind so tolle Sachen, wo man ganz, ganz viele Löcher drin hat. Die sind aus Aluminium gemacht. Da kann man auch Griffe und so ein Kram dran machen, was vielleicht für später mal, wenn ich die Kamera für meine Arbeit halt ein bisschen mehr nutze, vielleicht ganz praktisch ist. Und für diese Cages gibt es ganz, ganz viele Zusatzsachen. Unter anderem für die Metabones Adapter ein Adapterstück, was hier unten dran kommt, was den Adapter fixiert. Das kam mir eigentlich ganz gelegen. Eigentlich ist das für den GH5-GH5S Käfig. Und das ist auch alles, ne? Das ist unten verlinkt. Small Rig ist so eine Sache. Das hat alles Nummern. Das ist irgendwie 1936 oder sowas. Und da findet man auch ganz genau die Sachen. Und so ein Käfig ist vergleichsweise günstig, wenn man bedenkt, dass er halt die Kamera schützt und teilweise machen die das Ganze ein bisschen griffiger. Ich weiß, dass bei A6000 Kameras, die ja eh so ein bisschen klein sind und ein bisschen wenig Griff haben, dass die hier dann noch einen Holzgriff dran haben oder wie ich es bei meiner Fuji habe, da ist zwar nur ein L-Bracket dran, aber da gibt es auch von Small Rig Cages, die haben dann hier noch ein Griffstück dran, weil der Griff halt so klein ist. Und dementsprechend machen die dann ziemlich viel gut. Bei mir in dem Fall nur ein bisschen Schutz und halt neue Mounting-Punkte für Mikrofone, für Griffe, für vielleicht später mal Monitore und. Und was mir halt ganz gelegen kommt, ich kann dann einfach eine Stativplatte hier unten dran schrauben. Das heißt, die Last sitzt hier drauf, die Kamera sitzt im Käfig drin und muss nur das Gewicht des Objektives tragen, was nicht nur unten gesichert ist, sondern mit so einer kleinen Schraube hier auch, kann ich dann zeigen, auch oben, da wo eigentlich so ein Kameragurt eingehangen wird. Und ich dachte mir einfach mal, ich baue das mit euch zusammen, zeige euch, wie einfach das geht, beziehungsweise ja, wie schnell das auch geht, weil mein großer Knackpunkt bei der Sache war, wenn ich halt wirklich das Ding mal raus haben möchte, ja, dann dauert das vielleicht lang oder dann dauert es nicht lange. Deswegen wollte ich das halt einfach mal mit euch teilen. So, warum denn nicht? Wenn das für mich eine Lösung ist, ist das vielleicht für euch auch eine Lösung. Weil ich es halt auch immer wieder lese, dass die Leute halt sagen so, bei mir wackelt der Adapter aber ziemlich. Manche haben sogar Verbindungsabbrüche dadurch, was halt das Letzte ist, was ich möchte. Was ich mir aber vorstellen kann,
was auf die Dauer passieren wird, wenn ich das weiter mit so viel Spiel lasse. Ich weiß nicht, ich habe schon mal, das ist natürlich so immer, traut man sich das selber zu machen. Nach dem Sturz habe ich das Problem gehabt, dass meine Objektive bzw. der Adapter sehr, sehr, sehr leicht, ja, wie sage ich, eingerastet sind. Normalerweise haben die ja so ein bisschen Spannung. Das wird mit so drei Federplättchen gehalten. Ich brauche jetzt irgendwas zum Rausschrauben. So. Hier unten haben wir nämlich eine Schlitzschraube dran. Da habe ich immer irgendwo ein 2-Cent-Stück liegen. Wo war ich gerade? Bei den Plättchen. Und das habe ich bei den Adapter, den habe ich auseinandergebaut und habe die nachgezogen. Und ich habe den Metallmount von meiner Kamera abgenommen und den auch, ja, die kann man so ein bisschen biegen, dann sitzt das ganze Objektiv wieder straffer drin. So, das habe ich jetzt schon mal drin. Wirkt es natürlich ein bisschen größer. Ich weiß nicht, ob man es hier ganz gut sehen kann. Ist ein bisschen größer, fässt sich vielleicht hier nicht mehr ganz so gut an, weil man halt den Käfig hat. Aber hat halt auch den Vorteil, dass halt, ne, ist halt geschützt, wenn mal irgendwas sein sollte. Die ist mir schon ein, zwei Mal runtergefallen. Alles ganz schlimme Versehen, die mich fast sehr traurig gestimmt haben. Ja, das war ja jetzt mal wieder richtig classy von mir. Welcher Mensch auch immer Recording Limit bei Kameras eingebaut hat, der gehört verprügelt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Ich weiß, dass meine Aufnahme jetzt irgendwo bei 10,5 Minuten stand. Und ich geredet habe gerade über das kleine Teil. Ich kann das ja mit dem kleinen Teil hier unten nochmal erzählen. Das kleine Teil, was ich euch da gerade gezeigt habe. Was ich jetzt hier unten dran schraube, um das Objektiv zu sichern. Das kommt hier unten dran. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich blende es uns einfach nochmal ein. Und das sichert quasi das Objektiv vor. Das ist genau quasi das hier, was schon dran war, wo eigentlich das Stativ, Stativplatte dran gemacht werden kann. Das ist genau das, nur dass es am Käfig direkt dann festgeschraubt wird. Und das, ich habe das, ne, mit dem Stativ, das ist ja schon jetzt im Januar gewesen, Februar, Anfang Februar, Ende Januar, Anfang Februar. Und ich hätte das ja schon viel eher machen können. Ich hätte dann, ne, ich habe das Problem festgestellt, ich habe dann eine Lösung erarbeitet, dass halt das die beste Lösung ist, wobei man da auch gucken muss. Weil offiziell wird das nicht supported, weil das halt eigentlich dieses Anschlussstück für Metabones-Adapter ist. Ich habe einen Wildrox-Adapter. Und eigentlich bin froh, dass das alles passt. Und das ist eigentlich auch nicht für den G81-Käfig ausgelegt, sondern für den GH5-Käfig. Aber die sind alle ein bisschen variabel gestaltet, die Dinger. Jedenfalls, was ich erzählen wollte, das ist einfach viel zu teuer. So, ich habe halt gewartet, bis ich die bei eBay bekomme. Gebraucht, weil Leute ihr Rig halt auflösen zum Beispiel. Hier werde ich auch noch irgendwann Unterlegscheiben besorgen, weil das ist mir alles nicht so richtig koscher hier. Nee, kostet eigentlich 20 Euro. So, im Verhältnis zum Käfig, der halt neu kostet, glaube ich, 60 Euro. Ich habe 50, glaube ich, bezahlt. 55, weiß ich gar nicht. Ach Leute, ich könnte euch ja Geschichten erzählen, ne? Ich könnte euch Geschichten davon erzählen, dass man 10 Minuten mit Kameras redet, die nicht laufen. Ich habe das gerade fertig gemacht. Ich war am Renten. Ich habe die Audio, habe ich. Audio habe ich. Und zwar ist mir der Akku bei der XT2 ausgegangen. Dann bin ich von der XT2 auf die GN80 gewechselt, habe noch kurz die eine Schraube, die unten am Käfig ist, festgezogen. Bin dann darauf gewechselt und habe vergessen, aufnehmen zu drücken. Ja, ich habe erzählt über das kleine Teil da unten. Das kleine Teil da unten, was hier unten quasi an den Adapter rankommt. Ja, das ist halt exorbitant teuer. Ich kann auch verstehen, warum es so teuer ist. So ein kleines Teil wird weniger in der Auflage gekauft als so ein Cage wahrscheinlich. Ist deswegen bei der Produktionseinführung in den Kreislauf ein bisschen teurer. Und wenn dann die Absatzzahlen geringer sind, wird der ganze Artikel halt teurer. Weil, ne, sowas wird ja über Masse verkauft. Wenn die Masse nicht da ist, wird eine kleine Auflage produziert. Und dafür halt extra, das Teil muss ja entwickelt werden. So, und die Entwicklungskosten, die splitten sich ja quasi durch alle Teile, die verkauft werden. Und wenn das halt nicht so viele sind, ist es halt teurer. So, kann ich alles nachvollziehen. Trotzdem 20 Euro ist ein bisschen viel. Allgemein habe ich gesagt, herzlichen Glückwunsch an die Leute, die einen Fix gesucht haben, um einen Adapter festzubekommen. Egal ob GH5, G9, GN80, G70.
Das funktioniert bei allen Cages eigentlich so, wie ich das jetzt festgestellt habe. Man hat unten hat man ein bisschen Platz, um das Ding hoch und runter zu schieben, auch vorne und zurück, je nachdem, was man für einen Adapter hat. Funktioniert nicht mit jedem Adapter. Ich beschränke mich jetzt hier einfach nur auf den Wildrox, auf den EFM2 und auf den Metabones Adapter. Hält jetzt Bombe quasi, nichts wackelt mehr. Ich muss keine Sorgen haben, dass die Kamera kaputt geht. Und ja, allgemein macht halt General Smorik eigentlich einen guten Eindruck. Und das ist vielleicht für die Videoleute unter euch jetzt auch ganz interessant. Ich weiß ja, dass ein paar Leute Sony-Kameras, die kleinen Sonys haben, die 6000er Reihen oder halt gerne 80, weil ich halt quasi damit viel mache. Und man guckt ja in der Regel Leute, die dasselbe Zeug haben wie man selber, um zu gucken, was kann man damit machen. Nee, allgemein ist das vielleicht was Cooles. Da kann ich echt früher oder später vielleicht mal ein Video drüber machen, wie ich so ein bisschen einen Rig draus mache, zum Beispiel um Sachen für Peacemeat halt zum Beispiel zu filmen. Irgendwie so. Da kriegt man bestimmt noch ein bisschen Content draus geschmiedet quasi. Leute, es war mir wieder eine Ehre. Ich hoffe, das war heute nicht so ein großes Durcheinander, aber so ein kleines Zwischenvideo. Dafür wöchentlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr gefallen. Und ich bin jetzt ganz froh, dass das alles so funktioniert und werde jetzt erstmal weiter daran gehen, morgen das Video für nächste Woche zu machen. Da kommt wieder eine Katze. Oh nein, nicht erschrecken. Und dann war die Katze wieder weg. Hoffe ich, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Hau drin und tschüss.